Ich weiß gar nicht, was ein Hexendoktor ist, ehrlich gesagt. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, wir machen in 10 Tagen nochmal eine Nachkontrolle und dann werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf ist. Darm, Schienbein, ein Köpfchen und dann gibt es weitere Entscheidungen. Frühzeitige Einsatz nach einer Verletzung, immer kritisch. Sehr klar, dass der Senegal gerne hätte, dass er spielt. Am Ende gibt es einfach eine medizinische Situation und Diagnose auch in 10 Tagen. In der Nachuntersuchung werden wir sehen, was rauskommt. Und wenn er Schmerzen hat und nicht spielen kann, dann wird er nicht spielen können, auch wenn der Verband das gerne hätte. Das ist ja für uns gilt das Gleiche, wenn wir einen Spieler gerne hätten oder er Probleme hat und nicht spielen kann, dann kann er nicht spielen. Das ist einfach so. Die medizinischen Dinge stehen dann schon über den sportlichen. Ja, die Gesundheit des Spielers und das ist bei Sadio nicht anders wie bei jemandem auch.